Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen hier zurück in Capua von Total War Arena. Heute mit Jean-Claude Van Damme, ein Name, der euch vielleicht geläufig ist, weil er hin und wieder mal in meinen Livestreams mitspielt. Und er spielt Miltiades mit den Agema-Speerkämpfern und prescht jetzt hier gleich schon mal nach vorne. Tier 7 ist hier also das Gefecht. Ihr seht, hier laufen noch ein paar Sechser rum. Er ist also Top-Tier, einer der seltenen Momente, in denen man als Siebener Top-Tier ist. Zumindest sehe ich nirgendwo einen Achter, der mir hier irgendwie das Gegenteil beweist. So, erstmal hier hat er hier natürlich jetzt hier den entsprechenden Watchtower eingenommen. Hat Glück, dass die Artillerie, die offensichtlich da hinten in der Base rumsteht des Gegners, auf Anubis hier den Elefantenspieler schießt. Hier kommen jetzt auch noch ein paar Andartas-Schwerter. Oh, und da kommen auch drei Geschosse. Ich habe so die These, dass es ein unverteidigter Artillerist ist. Und was ist denn das hier? Ich weiß es nicht. Diese komischen Zerstörungen hier sehen irgendwie komisch aus. Die sehe ich gerade zum ersten Mal. So, auf jeden Fall hat es hier Jean-Claude hier einen schön blobbenden Gegner jetzt hier mit einer einzigen Einheit jetzt hier genommen. Ist jetzt hier auch in die Hoplitenphalanx übergegangen und hält jetzt hier diese Damen hier auf Abstand, währenddessen die Bogenschützen jetzt hier schießen können. Er hat hier immer noch hier den Watchtower, kann also quasi seine Position hier sichern. Muss jetzt aber aufpassen, denn jetzt drücken hier gerade eben augusteische Plänkler auf ihn drauf mit einem Sulla als Kommandanten. Die werden jetzt wehtun, wie man sieht. Auweia, aber wenn er jetzt hier die Jungs anchargt, dann werden die das nicht so gut finden. Ja, wobei er hat nicht so viele bekommen. Wobei, die haben sich ordentlich umgeschmissen. So weit ist keiner von denen gerannt. Die haben sich gegenseitig umgeschmissen, wie man sieht. Aber jetzt flieht hier diese Einheit. Er hat hier Furcht draufgesetzt und hat damit jetzt hier ordentlich Druck drauf. Ich würde an seiner Stelle empfehlen, in solchen Situationen auf die nächste Einheit drauf zu klicken, damit die hier auf jeden Fall immer sauber weiterrennen. Denn momentan hat er hier so ein bisschen das Problem, dass die hier sich immer nur um die kümmern, also von der hintersten Einheit, die sie verfolgen, und deswegen nicht schneller werden. Also die bleiben dann immer quasi bei dem, was sie hier niedermetzeln können, wie in diesem Falle hier. Das hilft nicht wirklich weiter. Und jetzt drücken auch noch hier diese Bogenschützen, diese bewährten Bogenschützen. Was ist das für einer? Natürlich ein Ambiorix auf Jean-Claude drauf, der hier immer noch die Situation hier im Griff hält. Macht jetzt hier so dieses Hopliten-Ping-Pong, sage ich jetzt mal. Also zwei Einheiten wechseln sich die ganze Zeit ab, damit sie sich immer wunderschön regenerieren können. Damit sie auch immer wieder ihre Strikes parat haben. Und jetzt muss er aufpassen, jetzt kommt ja noch mehr Wurfspeer-Action. Das ist für ihn natürlich saumäßig unangenehm. Wo ist eigentlich die vermaledeite Kavallerie, wenn man sie mal braucht? Die Tänzel da drüben rum scheint hier irgendwie nicht wirklich sich dafür zuständig zu fühlen, sich um Fernkämpfer zu kümmern, so wie es aussieht. Zumindest nicht in der Stadt. Der Typ hier heißt tatsächlich Hast Infanterie? Nee, Hast Invictus. Was ist denn Invictus? Ich weiß es nicht. Egal, auf jeden Fall. Es scheint auf eine Fähigkeit oder auf eine Person zugeschnitten zu sein. Ich bin mir gerade eben nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist jetzt hier Jean-Claude hier immer noch im Nahkampf mit ihm. Bekommt hier natürlich leider eine ganze Menge an Schaden, aber er hat auch schon hier mit einer Einheit jetzt hier im Grunde zwei Einheiten der augusteischen Plänkel hier nahezu komplett geschlagen. Jetzt kommt ja auch noch die Kavallerie dazu, die anscheinend vorhat, jetzt ihn hier irgendwie zu überrennen. Das wäre die sinnloseste Aktion seit langem. Auf jeden Fall, diese Kavallerie reitet einfach so durch. Das war ein stranger Move. Er ignoriert jetzt einfach die Tatsache, dass jetzt hier eine Einheit verloren hat und drückt jetzt selber in Richtung gegnerischen Cap. Er hat auf jeden Fall, jetzt guckt euch das mal an, ne? Er hat schon sau viel gemacht, ne? Der hat hier eine ganze Menge an Gegnern niedergekämpft. Unfassbar viele. Dadurch 3000 Offensivpunkte, 2500 Spotting- bzw. Unterstützungspunkte aufgebaut. Und da hinten rennt die Artillerie einfach mal so davon hier. Die vitruvianischen Onager. Ui, und da ist auch nochmal ein Ambiorix, der hier tatsächlich auf offener Fläche hier gerade eben geballert hat. Leider hat es einiges an Männern gekostet, beziehungsweise Lebenspunkten gekostet, aber wenn es jetzt hier Jean-Claude schafft, einen Ansturm zu machen, na, der Ansturm, der war anscheinend verkackt, so wie es aussieht, ich bin mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall ist er weg, dann hätte er hier eine ganze Menge an Schaden machen können. Er ist jetzt auf jeden Fall jetzt hier an diesen bewährten Bogenschützen dran. Die können jetzt hier gerade eben nicht wirklich viel machen. Wenn sie schießen, könnten sie sogar einen Friendly Fire verursachen. Und gleich hat er auch wieder den Ansturm und den sollte er benutzen. Hinter den Gegner drücken, hinter den Gegner und dann stürmen. Das wäre die richtige Entscheidung in der Situation. Aber ich glaube, er steht jetzt hier gerade eben hier oben rum. Es scheint oben hier momentan abgelenkt zu sein und ist geistig nicht hier in diesem Nahkampf. Der Gegner macht jetzt einen Fehler. Er geht jetzt in den Wald. Warum auch immer jetzt hier dieser Spieler denkt, dass er im Wald sicher ist. Ich weiß es nicht.
So, auf jeden Fall, hier wurden ein paar Jungs jetzt hier niedergeschossen, aber das hilft ihnen nicht wirklich weiter. Hier oben in der Stadt prescht jetzt hier dieser Gungnir-Angreifer voll in die Phalanx. Und da musste er einfach lernen, dass die Phalanx dann halt am Ende dann doch superior ist. Hier wird auch noch tatsächlich jetzt hier Jean-Code von der Kavallerie, von den Resten der Kavallerie ein bisschen bedrängt, aber schlimm ist das nicht wirklich. Und wenn er jetzt hier mal seinen Ansturm machen würde, komm Jean-Code, du kannst es schaffen, du findest die F-Taste, aber anscheinend doch nicht. So wie es aussieht, schafft er es nicht, die F-Taste zu hämmern hier an der Stelle. Ist zu sehr hier quasi gerade eben abgelenkt gewesen. Jetzt hat er sie gefunden, sehr gut, und hat hier gerade eben wirklich einige der Bogenschützen umgemäht wie Gras. Der Gegner kann ihn nicht routen, weil sie selber einfach noch, ja, selber zu viele Lebenspunkte verloren haben, zu viele Männer verloren haben, sind unter 10 Mann gefallen und deswegen sind sie nicht mehr wirklich dazu in der Lage, dem Gegner Angst zu machen. Jean-Code hat hier in dieser Einheit eigentlich auch nicht mehr so viele Männer, 25, aber das reicht easygoing aus, um hier weiterhin den Druck auf diese Bogenschützen aufzubauen. Wobei das Lustige ist, dass diese Bogenschütze unter Umständen Jean-Code wahrscheinlich sogar, oh, das hat 9 Männer gekostet, wenn ich das gerade richtig sehe. So, er wäre dazu in der Lage, Jean-Code hier ordentlich, ja, noch zu routen. Jean-Code wiederum hier verteidigt jetzt gerade eben hier seine eigenen Cap-Bemühungen und die seiner Verbündeten hier durch den Ansturm eines gegnerischen Alexanders im Cap, ist also hier an zwei verschiedenen Positionen am Start, muss aufpassen, dass er hier nicht irgendwie, ja, den Überblick verliert, wie gerade eben hier. Die Einheit hier ist einfach stehen geblieben, jetzt ist sie wieder da. Jetzt drücken wir durch, haben anscheinend relativ wenig Respekt jetzt hier vor Jean-Code, aber er hat jetzt hier auch einen Verbündeten hier, diesen Alexander, der jetzt hier ebenfalls Kurs auf die gegnerischen Bogenschützen genommen hat und gleichzeitig wiederum versuchen muss, hier vor der gegnerischen Alexander-Kavallerie zu fliehen. Jean-Codes Männer sind ordentlich zusammengeschossen worden, aber immer noch bei 15 Mann. Und jetzt sind hier diese Bogenschützen endlich am Start. Er hat zwar die meiste Zeit nicht viel an Schaden gemacht, aber er hat sie die ganze Zeit gejagt. Und dieser Spieler sah sich nicht dazu imstande, irgendwie ein cleveres Gameplay an den Tag zu legen. Und deswegen konnte Jean-Code durch seine Verfolgungsbemühungen dafür sorgen, dass der Gegner mit seinen Bogenschützen hier nicht viel reißen konnte. Er hat sie im Grunde die ganze Zeit beschäftigt, war hilflos der Spieler, obwohl er es eigentlich nicht gewesen wäre. Er hätte sie auch einfach in drei verschiedenen Einheiten aufsplitten können. Dieser Spieler hier war im Gegensatz zu Jean-Code nicht abgelenkt an zwei, drei verschiedenen Stellen. Und deswegen gibt es auch relativ wenig Entschuldigung und zu Recht wird er am Ende dann quasi einfach von den gegnerischen, oder in dem Fall verbündeten Kavalleristen von Jean-Code hier niedergeritten. So, hier alles geklärt, kein Gegner mehr in Sicht, es gibt nur noch eine Artillerie, die theoretisch schießen könnte, die allerdings hier sehr, sehr stark unter Druck steht. Hier kommt es ja auch nochmal ein gepanzerter Legionär an, also ganz im Ernst, wenn du dich mit Artillerie erwischen lässt von einem gepanzerten Legionär, dann hast du echt was falsch gemacht. Ja, und Jean-Code hatte jetzt hier dadurch, hier es ist unglaublich, 4141, also 4141 Offensivpunkte, 1300 Defensivpunkte, 2522 Supportpunkte und hier am Ende über 3000 Punkte an Unterstützung bzw. Cabin ermöglicht. Unglaublich krasses Gefecht hier. Sehr, sehr gut gespielt von ihm. Gegner hat nicht gut gespielt, muss man an der Stelle auch sagen, aber wie heißt es immer so schön in der Kriegsführung, wenn der Gegner einen Fehler begeht, hindere ihn nicht daran oder so ähnlich, ne? Oder wie war das nochmal? Genau, mische dich nicht ein, wenn dein Gegner dabei ist, einen Fehler zu begehen. Irgendwie sowas war es auch, glaube ich, mit so einem Zug, ne? Ihr könnt es ja mal unten in die Kommentare schreiben. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einsenden. Falls ihr ebenfalls mal wollt, dass ich ein Replay für euch kommentiere, schaut unten in die Videobeschreibung. Da steht drin, was ihr tun müsst, um mir eins zukommen zu lassen. Ich bin jetzt endlich wieder von der Gamescom wieder da. Noch ein bisschen durcheinander, aber das ist keine wahre Zustandsänderung. Also, in dem Sinne wünsche ich euch was, vor allem was Gutes. Macht's gut, schöne Zeit. Tschüss und Ade.